Hi, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge von Dreamfall Chapters. Ja, beim letzten Mal haben wir diesen komischen Schnaps ziemlich runtergehandelt und den kaufen wir jetzt. Und auch dieses Baijiu-Zeug. Kann ich jetzt. Ich hoffe, es macht Sie glücklich, dass meine Kinder heute Abend nichts zu essen bekommen. Ja. Das ist schrecklich. Aber damit kann ich leben. Sie sind eine gnadenlose Verhandlungspartnerin. Davor habe ich Respekt. Danke. Gut. Jetzt haben wir Baijiu. Kann ich den nicht selbst trinken? Hey, du blindes Mädchen. Haben Sie schon ein Mitbringsel gefunden? Hab ich. Hier. Das ist eine Flasche, Baijiu. Seltene Samen, sauberes Wasser, handgepflückt, destilliert aus seltenem Reis. Und den anderen Sachen halt. Ja. Das sehe ich. Nein, siehst du nicht. Leid, aber Flaschen mit billigem Baijiu bekommt Queenie viel. Der ist nicht billig, ehrlich. Das ist eine wirklich kostbare Flasche Schnaps. Ich meine, sehen Sie sich das Preisschild an. 30.000 Yuan. Jawohl. Sie sind hier im Backsteinviertel. Preisschilder sagen wenig aus. Ein Moment bitte. Ja, Madame? Das eignet sich als Geschenk. Vielen Dank. Sie können jetzt hinübergehen. Madame erwartet Sie. Legen Sie Ihr Geschenk einfach auf den Tisch und gehen Sie durch. Sie erwartet Sie. Danke. Gehen Sie schon. Sie werden erwartet. Darf ich dich schubsen? Ein kleiner Stoß und sie wäre im Fluss. Niemand wüsste, wer es war. Moment mal, was denke ich da? Du willst doch nicht schön in leise Most Wanted auftreten, junge Dame. Naja. Die Erschütterungen stören mich. Was für Erschütterungen? Sorry. Psst. Und auch nicht reden. Du bist komisch. Wir haben heute zu. Aber wenn mein Mädchen sie durchgelassen hat, scheinen sie ja ein legitimes Anliegen zu haben. Ja, ich möchte auch so eine schwebende... Hallo. Ja, kann man sagen. Tasse. Ich höre. Ich bin beim Wahlkampfteam der Uminska. Uminska, Lea. Die Einheit? Ich kenne die Sozialdemokraten recht gut, Mädchen. Dann arbeiten sie also mit Baruti Mafane zusammen. Jupp. Er ist ein netter Mann. Aufrichtig. Man merkt ihm an, dass er an seine Sache glaubt. Tun Sie das auch? Was? Weshalb sind Sie in die Politik gegangen, junge Dame? Das weiß ich nicht so genau. Castillo. Ich bin, in die Politik gegangen, weil... Ja, warum? Es ist peinlich, aber zum Teil ist es deswegen, weil ich Zeit übrig hatte und etwas Nutzbringendes damit anstellen wollte. Es ist nicht so, dass ich voll hinter dieser Politik stehe, aber es schien mir ein geeignetes Ehrenamt zu sein. Nee, das klingt nicht gut. Ich will etwas bewirken und hatte Zeit übrig. Aber im Prinzip weiß ich gar nicht, weshalb ich bei der Kampagne gelandet bin. Ich bin noch nicht mal sicher, ob es etwas ist, das ich tun will oder tun sollte. Ich weiß eigentlich gar nicht genug über die Politik in Europolis, um eine sachkundige Entscheidung zu treffen. Trotzdem bin ich hier. Ob ich das sagen sollte? Nee, sag das nicht. Weil ich etwas bewegen will. Das mag nicht die ganze Geschichte sein. Nicht meine Hauptmotivation. Nicht mal die ehrlichste aller Antworten. Aber es stimmt, ich will etwas bewegen. Irgendwie. Ja, das klingt nicht schlecht. Bewegen. Etwas zu bewegen ist auch nicht immer das Gelbe vom Ei, glauben Sie mir. Ich habe gelebt. Sehr lange sogar. Ja, das sieht man. Die zweite Hälfte meines Lebens habe ich damit verbracht, die Fehler der ersten wieder gut zu machen. Das hat irgendwie etwas Symmetrisches. Wir begreifen alle irgendwann, dass unsere Entscheidungen und Handlungen Konsequenzen haben. Manche mehr als andere. Das ist und schon so. Unerwartete oder solche, die sich nicht unter Kontrolle bringen lassen. So ist das Universum nun mal. Ja, das ist ja gerade das Interessante daran. Das ist nicht wichtig. Castillo, richtig? Schloss. Spanierin? Argentinierin. Aha. Also, was kann ich für Sie tun, Zoe Castillo? Wahrscheinlich wissen Sie, warum ich hier bin. Ich kann es mir denken. Aber ich dachte gar nicht unbedingt an Ihre Wahlkampfarbeit. Ich dachte ganz allgemein. Sind Sie auf der Suche nach irgendetwas? Irgendwie schon.
Vielleicht suche ich gar nicht so sehr nach dem Sinn, sondern ich sehne mich einfach danach, irgendwo hinzugehören. Zu jemandem. Frieden zu finden. Annehmen zu können, wer ich bin, wo ich bin, zufrieden zu sein. Nee. Ich vermisse... Was? Ich glaube, was ich tatsächlich suche, ist eine Art Sinn hinter all dem. Die Verschwörung, das Koma, das auch nicht unbedingt. Die bruchstückhaften Erinnerungen, all das. Ich will, dass das alles einen Sinn ergibt. Und ich will nicht länger das Gefühl haben, dass ich meine Zukunft nicht selbst bestimmen kann. Ich vermisse meinen Dad. Ich vermisse... Was? Casablanca? Nein, das nicht. Und auch nicht das, was ich mal war. Wehleidig, zickig. Ich bin froh, dass ich jetzt anders bin. Aber trotzdem vermisse ich etwas. Ich bin mit dem, was ich war und dem, was ich werden könnte, noch nicht im Reinen. Was mich möglicherweise am meisten ängstigt, ist, dass ich mich nicht erinnern kann. Nicht genau weiß, was mit mir passiert ist. Mit den Menschen, die mir wichtig sind. Mir über vieles so im Unklaren bin. Nicht mal mir selbst kann ich trauen, denn manchmal fühle ich mich wie eine Schwindlerin, eine Betrügerin, mit oder ohne Erinnerung. Können wir wahrhaftig wir selbst sein? Was soll ich sagen? Ich glaube, was ich tatsächlich suche, ist eine Art Sinn. Vielleicht, was mich möglicherweise... Einen Sinn in meinem Leben. Na also, war doch gar nicht so schwer, oder? Tut mir so leid. Das war wirklich unpassend. Ich weiß nicht einmal, wieso ich... Wirklich unpassend. Nicht die Spur. Nun weiß ich, wen ich vor mir habe. Wollen wir jetzt über Politik reden? Du kennst mich trotzdem noch nicht. Im Ernst? Ja, ist gut. Also, wir, Lea Uminska, die Sozialdemokraten, sie haben sich gefragt, würden sie... Die Uminska und die Sozialdemokraten bei der Wahl unterstützen. Yep. Schon klar. Ich denke darüber nach. Okay. Wissen Sie, Zoe, was mir am Herzen liegt, ist diese Gemeinschaft hier. Sind die Leute, die sich Führung und Unterstützung von mir erhoffen. Sie vertrauen mir und meinem Urteil. Ich weiß, ich muss politisch Stellung beziehen. Und ich weiß, meine Einstellung wird Folgen haben. Auswirkungen. Die Blauen haben mich in Frieden gelassen. Mich nie gestört. Dieter Gross ist eine sichere Wahl. Der Status quo. Findest du? Wolf traue ich nicht. Ich auch nicht. Ich wünsche weder ihn noch seinen Schlägertrupp Europas Erwachen an der Macht zu sehen. Die Konsequenzen wären auf kriminell. Der beängstigenden Seite des Ungewissen. Bei den Marxisten geht es ständig um Rhetorik, Demonstrationen und Märsche. Große Reden und noch größere Gesten. Die würden mir zwar nicht in die Quere kommen, aber auf die Nerven gehen. Wem nicht? Bleiben noch ihre Sozialdemokraten. Sie wären der Kompromiss. Gewöhnlich verabscheue ich Kompromisse. In diesem Fall jedoch sind die Extreme wenig attraktiv. So sieht die Sache also aus. Beweisen Sie mir, dass Ihrer Partei etwas an dieser Gemeinschaft und den Menschen darin liegt. Das kann ich. Sie haben meine Unterstützung. Gut, okay, schön. Wie beweise ich Ihnen das? Das Ei versucht immer erfolgreicher, unerwünschte Elemente von den Straßen zu vertreiben. Weiß ich. Was allerdings nicht bedeutet, dass sie einfach verschwinden. Es gibt eine Stadt unter der Stadt. Ach so. Bevölkert von denen, die durch die Ritzen gefallen sind. Menschen ohne Obdach, ohne der Junge Identität. Da? Alte, Junge, Kinder. Da gibt es ein Mädchen. Ein junges Mädchen. Hannah Roth. Ich stand in Kontakt mit ihr. Aber jetzt ist sie verschwunden. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Ich bin in Sorge, dass... Ich soll sie suchen, oder wie? Helfen Sie, Hannah. Finden Sie sie. Sagen Sie ihr, dass Queenie sie sucht. Wenn Sie können, bringen Sie sie zu mir. Wenn nicht, sorgen Sie einfach dafür, dass es ihr gut geht. Wenn Sie das für mich tun, reden wir weiter über Politik. Ich tue mein Bestes, aber wo fange ich an? Nilavcek. Sie verkauft Essen. Der Gastronomiebereich außerhalb des Seshadri-Towers. Verzeihen Sie, aber ich kenne Nila.
Sie ist eine Freundin. Wie seltsam ist das denn? Sehr seltsam. Zufall, keine Geschichte. Es war wohl richtig, sie zu fragen, die im Schloss lebt. Hannah sagte, sie habe ab und an etwas für Nilavcek erledigt. Was genau, weiß ich nicht. Lieferaufträge vielleicht. Ich fange bei Nela an. Ich melde mich, sobald ich etwas weiß. Vielen Dank, Miss... Queenie genügt. Meinen alten Namen habe ich zurückgelassen. Den brauchte ich nicht mehr. Okay. Sonderbar, dass sie ihren richtigen Namen nicht benutzen will. Ich frage sie trotzdem. Meinen Sie das, den alten Namen zurückgelassen? Namen sind wie Kleider. Manchmal wächst man aus ihnen heraus. Dann legt man sie ab. Tu man nicht. Ich habe immer gedacht, dass Namen wichtiger seien. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Meiner war... verbraucht. Er erinnerte mich zu sehr an meine Vergangenheit. Also wechselte ich ihn. Es hat viele gegeben. Einen ganzen Schrank voll. Okay. Vorher waren... Nein, Zoe. Ich bin Queenie. So viel dazu. Gehen Sie jetzt. Ich habe zu tun. Und Sie ebenfalls. Ja, aber ich möchte noch reden. Vielen Dank, Senorita Castillo. Doch die andere Antwort nehmen dann. Hey, du Kleine. Haben Sie bekommen, weswegen Sie hier waren? So ungefähr. Vielleicht. Ja. Freut mich zu hören. Erfolgreichen Nachmittag. Ja, dir auch. Nila. Wo bin ich denn jetzt? Ah, das ist eine neue Seite. Spätnachmittag, so etwa. Wenn ich alt bin, will ich Queenie sein. Ich will nicht nur sein wie sie, ich will sie sein. Mit fliegenden Teetassen und allem. Ich meine, wie geil ist das denn? Fliegende Teetassen. Ja, das finde ich auch. Mehr brauche ich nicht, wenn ich alt bin. Außerdem ist sie unglaublich aufmerksam und ihr Verstand ist so scharf wie ein Käsemesser. Das sind nicht alle Käsemesser scharf. Egal. Damit schneiden sie den Käse des Lebens in Scheiben. Ich weiß nicht, wie sie mich so schnell dazu gebracht hat, mich zu öffnen. Ich sehe mich gerne als zurückhaltend und verstecke mich hinter unbeholfenen Witzchen und Worten. Aber bam, hatte keine 5 Minuten gedauert und sie hatte mich geknackt. Wenn Roman nur annähernd so wäre wie sie, wären wir seit Monaten durch. Und dann fragte sie mich, was mir wirklich wichtig sei. Ich habe ihr gesagt, ich suche einen Sinn in meinem Leben. Und ich schätze, das stimmt. Deswegen bin ich nach Akropolis gekommen. Deswegen die ehrenamtliche Arbeit und für den Wahlkampf der Umenska. Und um einen Sinn in dem Chaos zu finden, das mein Leben vorher war. Vielleicht war es auch bloß ein cleverer Taschenspieltrick, um mich gefügig zu machen. Wie konnte ich nach so etwas Nein sagen, wenn sie mich um was bat? Also habe ich jetzt eine Aufgabe. Es ist etwas wie eine Gralsuche. Nur suche ich kein Gral, sondern irgendein Gör. Mein heiliger Gral heißt Hannah. Görensuche. Nicht? Okay, ich kann mich noch an das letzte Mal erinnern, als ich auszog, um jemand Verschwundenes zu suchen. Das ist gut gelaufen. Ist jetzt das ironisch gemeint oder nicht? Das beste Essen in Propast bekommt man bei den Straßenhändlern und ihren Imbisswagen. Zweifellos. Ohne Gegenstimme. Sie müssen mal aufwachen. Ich bin wach. Okay, wo war jetzt Nila? Hier hängen so viele Traumjunkies herum. Sunshine Plaza. Sunshine Plaza und unser Was Zuhause. Sollten es die Dream Machines zu Was ist das? Das neue Europa aufbauen. Weil das ja so toll gelaufen ist. Ja, das ist eine Sonne, soll das sein. Na super. Da ist zu. Da wohne ich. Wo war denn nochmal das Essen? Das ich kaufen konnte. Da kommst du nicht runter durch, Bruder. Du musst umdrehen und nach Hause fahren. Und was hat er gemacht? Er hat umgedreht. Gut, dann suchen wir jetzt Nila. Wo war denn Nila nochmal gleich? Ist alles so hoch hier. Du kannst mich durch nichts davon überzeugen, dass dieser Kaiser Konstantin... Musst du ihn so nennen? Das ist dermaßen abwertend. Konstantin, Konstantin ist ein Arsch. So wie ich das jetzt erfahren habe. Wobei ich eigentlich noch gar nicht viel weiß. Gross, ekliger Typ.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Allianz bei den Wahlen sonderlich gut abschneidet. Es wird ein enges Rennen zwischen Uminska und Kaiser Konstantin. Ja, wer wählt denn schon den Konstantin? Ich bin der ballernde Krähen-Cowboy, der aus allen 6 Leuten feuern und Karten lesen kann. Das ist toll für dich. Ich will das so eine... Es gibt da drin absolut nichts, was ich gern hätte. Doch. Ich möchte es schon mal probieren. Dieses Hallo-Zeugs. Ganz und gar mein Fehler. Ja, ist es. Was ist denn das für ein Weh? Keine Ahnung. Aber wo ist jetzt die Nila? Gestern hatte ich die geilste Dreamtime. Was hast du gemacht? Saftiger Doppelkauburger. Europas Erwachen will Emigranten rauswerfen, die Grenzen schließen und Europa wieder zu dem von Weißen errichteten Märchenland machen, das es nur in ihren fremdenfeindlichen, hey, feuchten Träumen war. Kein Problem. Du, ich kann hier? Dich an jeden Ort in Was? Propas dirigieren. Wer, ich? Wer bist die du denn? Die Superheldin aus meinem Traum. Du bist hier. Wer Sorry? Bist du? Ich bin ehrlich nicht... Ich bin nicht sie. Wer sie auch ist. Doch, du warst in meinem Traum. War ich Du hast mir nicht. Gesagt, alles wird gut. Und so war es. Du hast mir geholfen, aufzuwachen. Du irrst Wer bist du denn? Ich habe nicht mal eine Dream Machine. Ich könnte gar nicht in deinen Träumen sein. Das warst du. Du warst dort. War ich nicht. Ich benutze die Dream Machine nur noch selten. Wirklich. Aber meistens sage ich nein, so wie du es mir aufgetragen hast. Stattdessen lese ich. Ich lese viel. Ich lese gerade ein Buch über ein Mädchen, das träumt. Aber es weiß nicht, dass es träumt. Das ist schön. Ich mache mir Sorgen um Mami. Sie ist immer in Dreamtime. Das findet sie schöner, als wach zu sein. Sie isst kaum noch was und geht nie raus. Danke, dass du mir geholfen hast. Zoe, richtig? Danke, Zoe. Woher weißt du? Ich hab dir nicht... Was? Woher? Wer bist du? Was? Was zur Hölle war das denn jetzt? Ich kenne sie gar nicht. Nein. Sie kam mir so bekannt vor, aber ich hab sie noch nie gesehen. Da bin ich sicher. Doch, hast du eigentlich. Aber lassen wir das mal. Wer war das verfluchte Scheiße? Was war das verfluchte Scheiße? Sorry für die Fäkalsprache, aber mal ehrlich, woher wusste dieses Mädchen meinen Namen? Ich bin nicht im Iris-System. Sie kann mich noch gar nicht gesehen haben. Also woher kannte sie mich? Woher kannte sie mich, verfluchte Scheiße? Sie muss mich verwechselt haben. Das war wirres Gerede. Ich war nicht in ihren Träumen. Es muss da draußen eine andere Zoe geben, die mir ähnlich sieht. Eine Doppelgängerin. Aber trotzdem kam mir sie so bekannt vor. Ja, du hast dir im Intro wirklich geholfen. Carl? Kisten mit Lebensmitteln. Fülle Vorräte auf, bin bald zurück. Komisch, zur Hauptgeschäftszeit verlässt Nela ihren Wagen sonst nie. Das Auffüllen von Vorräten erledigt sie als erstes. Wo ist sie? Der Nela. Hey. Ja. Fülle Vorräte auf, bin bald zurück. Komisch, zur Hauptgeschäft... Ja, wo ist sie denn? Du? Du nicht. Du? Schauen Sie jederzeit rein. Ich habe gerade eine frische Ladung Pirogen fertig. Die werden schnell weg sein. Yeehaw! Krähenboy ist hier! Damit wo soll ich denn Nila jetzt finden? Wolf und Uminska machen's unter sich aus, oder? Nila, wo bist du? Hey, Nila. Keine Ahnung, wo die hingehen würde. Kannst du nicht noch ein bisschen schneller rennen? Du kannst mich durch nichts davon überzeugen, dass dieser Kaiser Konstantin... Wo ist sie? Hier ist irgendwie niemand. Das macht mir Angst. Was ist das hier? Sind das Wohnungen? Das ist die Universität. Okay, aber hier gibt's nichts. Wo könnte sie bloß sein? Was tut ihr da? Hallo? Sind wir nicht süß, wir drei? Ha, nee. Lassen wir das. War die vorhin auch schon da? Die habe ich gar nicht gesehen. Egal, ja, das ist wieder der Wolf. Ich kann mich nichts davon überzeugen, dass dieser Kaiser Konstantin... Musst du ihn so nennen? Das ist dermaßen abwertend.
Konstantin. Kann ich auch nirgendwo reingehen? Hat niemand Nila gesehen? Ich hab sie schon mal gesehen. Kann ich jetzt hier reingehen? Nee. Ich kann sie nicht zu. So gern ich den restlichen Tag damit verbringen würde, mich zu betrinken und auf den Tischen zu tanzen. Nein. Warum draußen sein, wenn sie doch drinnen ein. Nieder mit dem Sünddiktat! Unsere Rechte werden. Wofür halten die sich? Wir haben das Syndikat nie gewählt! Die sind nicht die Bosse von Europolis! Die Artikel der Handbacks haben mir klar gemacht, dass ich kämpfen muss und meine Meinung sagen. Ja, dann tu das. Ich such Nila. Jetzt scheiß auf die Karriere, den Wahlkampf und meinen Freund. Jetzt ist Partyzeit für Zoe. Nein. Warum nicht? Ich muss doch... Was ist das? Hör mal, Atze, ich hab gesagt, ich mach meinen Teil. Ganz genau. Das hast du. Aber irgendwo muss mal Schluss sein. Mir geht's darum, das Kräftegleichgewicht zu verlagern, klar? Die Bonzen zum Nachdenken zu... Nicht darum, irgendeine Scheiße zu bauen, bloß um irgendeine Scheiße zu bauen. Deswegen bin ich nicht hier. Ich will meinen Kram holen und den Leuten im Barrio wieder was zu futtern verkaufen. Wenn ich dabei ein paar Sozis und Betonköpfe bekehren kann, prima. Wenn nicht, dann nicht. Klingt irgendwie nicht wie jemand, der der Sache treu ergeben ist. Ach, hör auf. Ich liefere doch ab wie versprochen, ne? Ich organisiere jemand, der sich um die Nanotech kümmert. Die kommt an sowas ran. Dauert paar Tage, höchstens eine Woche. Meint die mich? Aber weil die vom Ei bei mir rumschnüffeln, willkürliche Persönlichkeitsverletzung begehen und man überall mit Drohnen und Checkpoints rechnen muss, da muss man ein bisschen leiser treten. Sonst steht man plötzlich da, ohne Futterkarre, ohne Futter, ohne Freiheit. Wenn du mich sonst für was brauchst, Bruder, jederzeit. Kann mich gut erinnern, dass du gesagt hast, du redest nicht bloß, du machst auch. Es muss halt irgendwo mal Schluss sein. Und zwar genau hier. Wie du meinst. Solange du ablieferst. Kolo, im Ernst. Habe ich das jemals nicht? Nila? Puta, du Beckmann! Was willst du denn hier? Ich wollte bloß... Du warst nicht beim Imbisswagen, also habe ich mal nachgesehen. Du hast mal nachgesehen? Spionierst du mir hinterher, du Bitch? Nein, du Arsch. Meine Güte, jetzt chill mal, Nela. Nein, ich wollte dich nach Hannah Roth fragen. Hannah? Hannah? Wozu das denn, verdammt? Ich muss sie finden. Das beantwortet nicht meine Frage und du wirst sie nicht finden. Sie ist... Was ist sie? Hör auf damit! Hör auf zu suchen! Hör auf zu fragen! Und hör auf, mir nachzulaufen! Damit willst du echt nichts zu tun haben. Ich muss aber... Vergiss es einfach und geh weg hier! Du wirst Hannah nicht finden und du wirst mich nicht nochmal nach ihr fragen oder sonst wen. Doch. Geh, verpiss dich endlich hier. Nein. Hannah Roth wird warten müssen, ganz gleich wie besorgt Queenie auch sein mag. Nela hat schlechte Laune und ich werde sie bestimmt nicht noch reizen. Okay, ich muss zurück zum... Zu und... Wahlquartier. Okay, was denn? Irgendwie war da ein Streit zwischen Nila und ihrem Freund. Ich kann nicht genau erklären, aber es fühlt sich komisch an, irgendwie übel. Ach, was soll's, geht mich nichts an. Trotzdem, als ich Nila nach Hannah gefragt habe, ist sie mir ziemlich ausgewichen. Warum hat sie gesagt, ich soll aufhören zu fragen? Was sollte das denn? Ich muss Nila nochmal fragen, wenn sie bessere Laune hat. In ein paar Tagen, einer Woche vielleicht. Genau, sagen wir in einer Woche. Oder in zwei. Zwei klingt gut. Zu. Und keine Soeben ist Hannah Roth auf meiner Prioritätenliste nach unten gerutscht. Okay. Zumindest bis Nilas Missmut verflogen ist. Dann gehen wir zurück zum Wahlkampfbüro. Wo auch immer das ist. Die Marxisten sind bei allem, was sie tun, so provokativ. Sie können wohl kaum glauben, dass Rivas gewinnen wird. Aber sie tun ihr Bestes, um den Status quo aufzubrechen. Langsam finde ich mich, glaube ich, hier ein bisschen zurecht. In die richtige Richtung gehe. Ich mach mir echt ein bisschen Sorgen wegen. Oder? Gehe ich richtig? Wenn ich wirklich richtig gehe, sehe ich, wie das Licht angeht. Tut es aber nicht. Wachen Sie auf!
dir deine Karte! Die Karte! Ja, schrei doch nicht immer so, blödes Vieh. Ich hätte lieber sonst irgendwie eine Minimap rechts oben oder so. Ich habe gefragt, was das für Türme sind, und niemand wusste es. Manche sagen, es seien Antigrafeinheiten aus der Zeit vor dem Kollaps. Sachte Gevatter. Andere meinen, es seien Lüftungsrohre. Und ein Kumpel bin ich auch nicht. Mr. Landon sagt, du hast ihn nicht um Erlaubnis gefragt, Kolo. Das sieht Mr. Landon gar nicht gern. Wer ist dieser Mr. Landon? Los ist das, sagt Mr. Landon. Sagen Sie, Mr. Landon, ich pfusche hier nicht rum. Ich führe lediglich einen Wahlkampf. Könnten wir das vielleicht anständig ausdiskutieren, statt... Hey, Assi! Red mit mir, nicht mit Mr. Landon. Keiner redet mit Mr. Landon. Klar? Und rumdiskutiert wird hier auch nicht. Deine Kommi-Kameraden brauchen wir in Propass nicht. Das Barrio wählt Wolf. Oh, schon klar, was hier läuft. Es geht nicht um Revier oder Respekt, wie? Es geht um Kaiser Konstantin und seine Fascho-Armee. Wie viel bezahlt er Ihnen? Hey, lassen Sie ihn in Ruhe! Halt, was? War das wirklich ich? Oder was? Misch dich nicht ein, Zucker! Sonst boxe ich dir ein paar an deine Torte. Was für eine und Torte? Mit glatten Rüssel wirst du nicht mehr so hübsch aussehen, hm? Ich habe kein Wort verstanden, aber wenn Sie ihn nicht in Ruhe lassen, rufe ich die Polizei. Genau. Die Pala? Scheiße, Mann! Minette! Glaubst du echt, die Bullen mischen sich da ein? Hast du eine Ahnung, von wem wir hier reden? Von Mr. London. Und dem gehören die Bullen von Propan. Das ist nicht fair. Jetzt zisch ab, bevor ich so angepisst bin, dass ich dich... Warum redest du so komisch mit mir? 有一日佢嚟到一个村入面，里面住咗一位伟大嘅军人。我嘅盾牌非常坚固，无论乜嘢武器都黐唔入，可以保护你不受任何伤害。我嘅长矛相人话：锋利无比，无论乜嘢一刺。Soll das jetzt irgendein Gleichnis sein oder so? Können Sie schon? Ich spreche nicht Kantonesisch. Ich habe keine Ahnung, was Sie sagen. Lassen Sie ihn einfach gehen. Bitte, er ist harmlos. Ja, lass ihn gehen. Und lass dir das eine Lehre sein, Kutas. Das hier ist Mr. Landons Revier. Und je eher du das in deinen Koko kriegst, desto weniger Stress... Die reden hier wirklich seltsam. Haben wir uns verstanden, mein Freund? Ja, lass ihn einfach in Ruhe. Meine Güte, Baruti. Alles okay? Ich glaube schon. Danke fürs Eingreifen, Zoe. Weiß ich zu schätzen. Obwohl ich nicht sicher bin, ob das so schlau war. Ja, ich auch nicht, aber... auf dem Radar. Ich konnte ja schlecht dastehen und zusehen. Ist wirklich alles okay? Ja, schon. Aber ich gehe heute Abend nirgends mehr hin. Ich schaue mir nur vom Büro aus Leas Ansprache an. Brauchst du irgendwas? Du musst hier nicht allein bleiben, weißt du? Ich kann da bleiben. Oder du kommst mit zu mir nach Hause. Mir geht's gut, Sisi, ehrlich. Wirklich? Ich wollte mich bloß erschrecken. Ist ihnen gelungen. Die kommen nicht wieder. Wenigstens nicht heute. Wegen morgen können wir uns morgen sorgen. Naja, morgen ist vielleicht schon zu spät, um sich wegen morgen zu sorgen. Lass uns das auch morgen besprechen. Jetzt will ich einfach nur hier sitzen, mit einer heißen Tasse Tee und mir eine mitreißende Wahlrede anhören. Versteh schon. Aber Baruti, schließ bitte die Tür ab. Und klingel durch, wenn irgendwas ist. Ja, wenn bitte. Wenn du darauf bestehst, wir sehen uns Donnerstag, Sisi. Was haben wir denn heute? Auf, Baruti.
Ich wollte doch erforschen. Wo waren wir denn? Ich muss mir das aufschreiben. Wenn Sie dann meine Leiche aus dem Fluss ziehen, wissen Sie wenigstens, wer es getan hat. Was man in Propas nicht tun sollte. Erstens, das Wasser trinken. Zweitens, sich nach 2 Uhr morgens im White Swallow aufhalten. Drittens, auf der Kapova abhängen, es sei denn, man ist scharf auf unsittliche Angebote. Viertens, sich mit Mr. London anlegen. Heute kann ich alle 4 von der Liste streichen. Ich konnte nicht zulassen, dass dieser Feigling London beruht, die was tut. Also steht er nicht mehr auf meiner Liste. Dafür stehe ich wahrscheinlich auf seiner. Ich sollte übrigens Kantonesisch lernen. Ja, das wird schwierig. Unser Wahlkampfbüro. Es ist ein Rattenloch, aber Barudi hat es zu einem durchaus vorzeigbaren Rattenloch gemacht. Ja, besser als nichts. Okay, Risa macht... Essen wir uns? Heißt, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ne? Es wird oft darüber gestritten, ob er Schuf oder Soup heißt. Aber das war's dann auch. So zwielichtig er wirken mag, ist der Sug, Schug, was auch immer, doch ein recht harmonischer Ort. Ist ja das. Sonst muss ich nur noch wieder nach Hause finden. Bloß wie? Ist alles so verwinkelt. Bin ich denn? Da unten ist eine U-Bahn. Kann ich U-Bahn fahren? Nee, da ist zu. Warum ist er zu? Sie halten den Verkehr Sie werden mich auf. Ohne Gehen die Sie vorgeschriebene weiter. Genehmigung nicht durchlassen. Und die habe ich nicht. Okay. Die haben sie bis auf Weiteres geschlossen. Interessant. Warum stehen hier normale Autos rum? Ich stehe weder auf Autodiebstahl noch darauf, die nächsten 10 Jahre in einem Arbeitslager zu verbringen. Nicht? Na gut. Sunshine Plaza ist da oben. Gut zu wissen. Das ist wieder so ein Chunky in der Ecke. So, irgendwo da muss ich wohnen. Immer noch. Wir waren ja schon mal drin. Also sag ich zu ihm, ich sag, da kommst du nicht runter durch, Bruder. Du musst Sagst du. Ja, das ist eine tolle Sonne. Nicht. Ja, mach du das nur brighter. Ja, nicht in die Stange rennen. Was Hallo, ist Ihr Problem? Was ist dein Problem? Du stehst mir im Weg. Gut, aber ich würde sagen, nach Hause gehen wir erst beim nächsten Mal. Bis dann, Leute.